Hallo, ich habe wieder ein schönes Gedicht entdeckt, das ich gerne mit dir teilen möchte. Es passt ganz wunderbar in die Zeit gerade, die ich durchlebe, und vielleicht passt es ja auch für dich. Es ist von Rainer Maria Rilke und es geht so: Man muss den Dingen die eigene stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Weitere Texte findest du auf meinem YouTube-Kanal Natürlich Gesund Kathi Madja. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.